Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Projekt Manola. Wir haben ja in der letzten Episode schon einmal angefangen mit der Parfumproduktion und da werden wir heute auf jeden Fall weitermachen. Und wir müssen auch schauen, dass wir noch mehr in Richtung Itemproduktion kommen. Denn ich denke mal, so langsam wird es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir für unsere Produktionsketten eben hier auch ordentlich die Items mit dran haben, weil die Menge einfach so schnell eskaliert, dass wir sonst einfach nicht mehr hinterherkommen werden. Und ansonsten machen wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Gelehrte, dass wir hier auf jeden Fall auch noch weiter durchkommen, denn die sind natürlich auch nicht unerheblich für die Erfolgsquote bzw. für den Erfolg an sich, denn wir brauchen auf jeden Fall die Forschungspunkte und das läuft aktuell noch ein bisschen zu langsam. Und mir fehlen hier auch noch ein paar Items. Also den hier können wir schon mal einsetzen, genau. Und dann fehlt mir noch ein weiteres Item. Das müssen wir dann eigentlich auch forschen. Und wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht sogar Meeresfrüchte uns hier eintraden. Zumindest einmal, damit wir die mal haben. Jetzt sieht man hier zum Beispiel auch ganz gut gerade, wie unsere Hochräder hier einfach komplett aufgebraucht werden. Aber auch das sollte sich eigentlich dann bald in Wohlgefallen auflösen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir, sobald halt Mais auch läuft und die ganzen anderen Herstellungswarten laufen, sich das Ganze auf Null ergänzt und wir dann eigentlich auch wieder ganz gut klarkommen. Mit der Produktion, die wir ja bereits haben, und dann kommt auch hier Mais an. Sobald hier Mais ankommt, wird hier Ethanol produziert. Sobald hier Ethanol produziert wird, haben wir Parfum. Und sobald wir Parfum haben, haben wir Parfum. Unglaublich. Also diese letzte Schlussfolgerung, da muss man erstmal drauf kommen, nicht wahr? Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und deswegen machen wir direkt einmal Route hier fertig. Hier haben wir einmal Orchideen, da haben wir Parfum. Ich glaube, auf die Orchideenroute können wir auch nochmal ein Schiff setzen. Davon werden wir natürlich auch noch sehr viel mehr brauchen. Da werden wir bald auch noch mehr Schiffe in Gang bringen müssen. Was auch ganz schön wird, ist, wenn wir dann auch ein bisschen mehr Forschungspunkte haben, weil dann kann ich nämlich eine schöne Sache machen. Dann kann ich nämlich die Fruchtbarkeiten anpassen. Und dann können wir das Ganze noch ein bisschen gemütlicher umstellen. Eine weitere Sache, die auch immer wieder in den Kommentaren kam und die ich wahrscheinlich jetzt auch umsetzen werde müssen, ist leider Dünger und sowas alles. Ich bin ja eigentlich gerne faul und mache das alles auch minimal und maximal entspannt. Irgendwo dazwischen liegt das Ganze, aber ich muss dann doch mal wieder die Effizienzkeule schwingen. Und wir müssen ein bisschen tryharden, auf gut Englisch oder Denglisch gesagt. Und das bedeutet, wir werden jetzt nicht nur verstärkt Items reinhauen hier in die Farmen, sondern ich werde auch anfangen mit der Düngerproduktion, was ich eigentlich hatte schon längst machen müssen. Und die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, mache ich das auch in der neuen Welt oder reicht das mit den Alpakas hier? Da bin ich mir halt eben nicht sicher, weil wir haben jetzt hier auch an der Ecke schon die mögliche Hacienda-Düngerwerksgeschichte. Was mir hier nur fehlt, sind Dampfmaschinen und da muss ich gucken. Dampfmaschinen und Stahl. Und ich glaube, ich habe noch nirgendwo wirklich Dampfmaschinen eingelagert. Nee. Das heißt, wir müssen in die alte Welt. Hier rein. Und dann hole ich mir nämlich hier Dampfmaschinen ab. Beziehungsweise ich muss wahrscheinlich hier auch nochmal welche in Gang bringen. Weil so viele sind das hier nicht. Und noch ein bisschen Stahl. Und das Ganze werde ich jetzt halt eben noch benutzen, um eine funktionierende Düngerproduktion aufzubauen. Soweit, so gut. Noch mehr Kriegsschiffe. Was ist besser als ein Kriegsschiff? 15 Kriegsschiffe. Ganz klar. Und die schicken wir auch nochmal alle in die neue Welt, denn die gilt es zu halten. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir jetzt in der neuen Welt irgendwie Manola verlieren würden oder so. Das wäre wirklich ein Super-GAU. Ein Super-GAU, wo man eigentlich dann die ganze Serie neu starten müsste. Von daher werden wir das natürlich zu verhindern wissen. Und ansonsten müssen wir noch gucken, dass die Bente uns nicht den Krieg erklärt. Oder
dass wenn sie uns den Krieg erklärt, es ihr wehtut. Das sind die Alternativen. Und derweil nehme ich noch die restlichen kleinen Inseln ein, solange ich noch kann. Da muss ich das nämlich nicht danach machen. Dann mache ich das einfach direkt jetzt. Denn ich will ja auch trotzdem so entspannt wie möglich das Ganze hier durchziehen. Ich werde aber wahrscheinlich der Beryl hier diese Insel hier abkaufen. Weil diese Insel brauche ich schlichtweg. Das ist eine so riesige Insel, auf die kann ich nicht verzichten, auf die will ich nicht verzichten. Bei der ganzen Produktionsgeschichte. Und hier müssen wir noch Items reinhauen. Das heißt, ich schicke den hier auch gleich nochmal zum Item holen. Sehr gut. Mais kann ich ja auch noch nicht machen, leider. Aber ich könnte es über die Hacienda. Ich könnte über die Hacienda hier noch ein bisschen Mais schon mal machen. Dass ich da auch schon mal weiter vorankomme. Den aber hier noch ohne Dünger. Den ganz normal. Vielleicht sogar noch hier mit dem Feras. Maisplantage ist ja hier nicht dabei. Da müsste ich dann noch das andere Item nehmen. Und da müssen wir natürlich auch mal die Weltausstellung noch in Angriff nehmen, glaube ich. Das wird wahrscheinlich auch noch notwendig werden. Aber erstmal gehen wir hier in die Maisproduktion und schauen uns das Ganze hier mal an. Der Mais ist heiß. Okay, wunderbar. Und dann machen wir hier nochmal eine Lehmstraße durch, dass die hier auch maximal schnell durch die Gegend laufen. Wunderbar. Wunderbar. Den können wir noch ein bisschen kippen. Dann passt der hier nämlich auch noch rein. Also langsam kriege ich doch irgendwie Lust auf Öl. Ehrlich gesagt. Vielleicht machen wir sogar noch Traktoren rein, weil hier sind direkt die Ölquellen. Das wäre sogar eigentlich relativ aufwandsarm. Und aufwandsarm finde ich halt auch immer gut. Aufwandsarm ist mir eigentlich sympathisch. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Weil normalerweise spiele ich halt ohne Traktoren und ohne Dünger, weil ich trotzdem meistens alles noch hinkriege ohne. Aber in diesem Fall verhält es sich dann doch anders. Und hier haben wir natürlich auch noch Schiffe stehen. Da hatte ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Dass wir uns halt die ganzen kleinen Inseln hier holen, weil sonst musst du die später halt wieder mühselig erobern. Das macht ja alles keinen Spaß. Wenn es nicht so entspannt läuft. Habe ich hier Glasmangel eigentlich? Glas- oder Quarzmangel? Ja, ich habe Quarzmangel. Das bedeutet, wir müssten hier auch mal mit Handelskammern arbeiten. Und vor allem bräuchte ich dort noch den Zwilling vom Gerhard. Den anderen Zwilling vom Gerhard, der mir dann da die Quarzgruben mit Strom versorgt. Das heißt, da halten wir auf jeden Fall mal Ausschau nach dem Kollegen. Und dann nehme ich natürlich noch zusätzliche Items mit für die Gelehrten. Und das läuft ja auch schon besser. Man sieht jetzt auch schon, wir haben jetzt 7000 auf der hohen Kante. Das klingt schon besser. Genau, da haben wir auch nochmal ein wunderschönes Item. Da haben wir nochmal was für die Minen. Da brauche ich natürlich auch noch mehr. Das schaut gut aus. Nochmal Mr. Garrick. Mr. Garrick jetzt natürlich super nützlich. Gerade jetzt, wo auch die Bilanz noch nicht so stark ist und noch nicht so ausgeprägt, ist das halt ein sehr, sehr gutes Item. Weil wir brauchen einfach eine Bank. Wir brauchen einfach eine gute Bank, damit ich Inseln aufkaufen kann, damit ich rollen kann, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Das wird die Abläufe hier auch nochmal entscheidend verschnellern. Und das ist natürlich eine sehr strebenswerte Geschichte. So, da nochmal ein Feras, sehr gut. Aber irgendwie noch nicht der Zwilling vom Gerhard. Der hat sich irgendwie noch nicht gezeigt. Dafür aber ein Artak Lesowski, den nehme ich auch gerne mit. Und dann wird es fast schon Zeit. Na, wobei, gucken wir mal. Ja, jetzt läuft auch Parfum an. Die ersten Parfumfabriken, aber da werden wir noch so viel mehr brauchen. Also, das werden ja rohe Massen sein, die mir da noch fehlen.
Hier brauchen wir noch eine Anlegestelle oder zwei. Das fehlt auch noch. Und wir bräuchten noch Lehm. Machen wir. Ja, machen wir mal normale Straße Lehm. Wird hier ein bisschen teuer. Und dann zapfe ich mal hier die Lehmgrube an. Dass ich da einfach nochmal ein bisschen mehr Produktion habe. Eins, zwei, wunderbar. Und dann schauen wir mal nochmal nach Manola, wie es aussieht mit Baustoffen. Und wir können auch wieder eine neue Upgrade-Party starten. Die Nähmaschinen sind mittlerweile auch angekommen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch nochmal deutlich mehr Häuser auf die höchste Stufe bringen. Sehr gut. Das ist doch auf jeden Fall mal eine schöne Upgrade-Party hier. Wunderbar, wunderbar. Also so langsam wird das hier. Und so langsam sieht man auch, hier haben wir jetzt wieder so viel Upgrade-Party gemacht, dass hier die Produktion nicht mehr so ganz mithalten kann. Alles außer Kaffee bricht hier ein oder auch weg. Schauen wir mal, wie sieht's aus bei den Fußbällen. Wo hatte ich die denn gleich noch? Die hatte ich doch hier, oder? Genau, hier hatte ich die Fußbälle. Da bräuchte man natürlich eigentlich auch nochmal eine Handelskammer. Mit einem Viertas drin, optimalerweise. Wie viele Fußbälle machen wir aktuell? 16 Tonnen. Und wie viel haben wir auf Manola an Verbrauch? 31! 31! Ach du Heilige. Ja, das wird... es wird wild. Das wird echt wild. Okay, wie schaut's aus mit den Tierfarmen? Da haben wir auch noch keinerlei Items drin. Also da können wir auf jeden Fall schon mal einen Doppelferas versenken. Das wird sich auf jeden Fall schon gut tun. Aber meine liebe Güte. Also ich hatte auf jeden Fall gänzlich unterschätzt, wie viel Verbrauch uns hier erwartet. Aber hätte man sich irgendwie auch denken können, so eine ganze riesige Insel voll. Da wird natürlich auch einiges wegverbraucht, selbst mit Zeitungsboost und allem. Und da müssen wir echt mal schauen, wie ich das hier am gütigsten löse. Da habe ich noch ein Item für die Maisproduktion. Das kann ich dann auch noch verteilen. Aber das, das wird auf jeden Fall noch eine sehr, sehr spannende Kiste. Und ich brauche so langsam Items. Also ich merke, ich muss eigentlich eher noch in der alten Welt die Itemproduktion hier pushen. Dass es irgendwie noch klar geht. Jetzt kommen hier perfekt die Items an. Sehr gutes Timing. Auf die Sekunde eigentlich. Auf die Sekunde kommen hier die Items an. Und dann kann ich hier noch ein bisschen was verteilen. Da haben wir schon einen Mr. Garrick drin. Hier auch. Dann können wir hier noch einen noch reinhauen. Hier noch einen Arek reinhauen. Und dann kann ich hier noch ein bisschen Upgrade-Party machen. Dann habe ich da schon mal ein bisschen mehr. Wunderbar. Mir fehlen halt jetzt immer noch so viele Feerrasse, ey. Das ist der Hammer. Das hier können wir noch upgraden. Und dann kann ich hier... Na, nicht kaputt machen. Ich wollte doch eine neue Handelskammer. Ich wollte kopieren, nicht kaputt machen. Nicht Angriffspakt wurde beendet, aber nicht zwischen, genau, zwischen den beiden. Nicht zwischen mir und irgendjemandem. Da muss ich halt darauf achten. Da kommt noch ein Feerrass rein und dann machen wir das so, dass ich hier noch alle reinbekomme. Das heißt, die Straße muss ich anders verlegen. So rum und so rum, den hier noch ein Feld drüber. Und dann kriege ich nämlich hier die ganze Fünferreihe rein. Und dann machen wir hier auf jeden Fall noch die Quarzgruben hoch, damit wir da ein bisschen mithalten können. Eigentlich müsste ich das wahrscheinlich auch einfach über die Speicherstadt machen, aber das kann ich aktuell noch nicht, weil ich da einfach noch nicht genug Felder habe. Ich werde wahrscheinlich noch eine zweite Insel hier auch anzapfen, um dort dann auch einfach noch mehr zu generieren. Noch mehr Speicherstädte zu haben. Dann holen wir uns hier noch die anderen kleinen Inseln, damit ich die einfach nicht mehr wieder erobern muss. Genau, perfekt. Wunderbar.
Und ich glaube, dann fehlt nur noch hier eine irgendwo. In diesem Lückenbereich. Dann sollte ich eigentlich alle haben. In den Besern natürlich dasselbe. Dann können wir uns auch nochmal Inseln holen. Die natürlich auch unseren Militärwert stärken. Und verhindern, dass andere Gegner eben ihren Militärwert stark erhöhen. Weil die packen ja auch überall immer noch irgendwelche Geschütze hin. Und dann ist das immer so eine inflationäre Stärke, die sie haben. Obwohl die teilweise überhaupt gar keine Flotte haben. Haben die dann eine Militärstärke, die die eigene um ein Vielfaches übertrumpft. Und ja. Das ist natürlich dann bei den diplomatischen Verhandlungen auch immer ein Problem, weil du eigentlich der stärkere Part bist, aber die trotzdem nicht klein beigeben wollen. Und das möchte ich eigentlich in diesem Safe vermeiden. Aber das hatten wir ja schon, diese Unterhaltung. Eigentlich hätte ich natürlich einfach keine Gegner mitnehmen sollen. Auf der anderen Seite, finde ich, hat man dadurch auch immer noch so eine Restbedrohung, die irgendwo immer noch schlummert. Bereit, jeden Moment zuzuschlagen und einen schwachen Moment auszunutzen. Und so kann man sich nie in Sicherheit wähnen. Und das ist ja schon mal was. Wobei ich auch ganz ehrlich bin, bei Aufbauspielen bräuchte es für mich auch nicht zwingend Gegner. Also ich könnte auch ohne aushalten. Es gibt, glaube ich, auch sogar ein Aufbauspiel, das bald rauskommt. Also was heißt bald, aber in diesem Jahr rauskommt. Mir ist der Name leider entfallen, aber da baut man auch eine Siedlung auf einen Berg hinauf und das komplett ohne Gegner. Es geht wirklich nur um Wirtschaft und Aufbau. Mir ist aber der Name entfallen. Vielleicht fällt ja einem von euch der Name ein. Auf jeden Fall ein Spiel, in dem man einen Berg, eine Bergstadt, ein Bergdorf baut. Sah sehr hübsch aus, sehr interessant. Werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen hier auf dem YouTube-Kanal. Wenn es denn soweit ist, denn wir haben ja auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit, die überbrückt werden muss bis zum nächsten Anno. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Von daher werde ich mir natürlich in der Zeit nicht nur weitere Anno-Projekte ausdenken, sondern auch das ein oder andere Aufbauspiel mir noch anschauen, andere Aufbauspielperlen, gerade auch im Indie-Bereich, mir angucken. Denn da gibt es auf jeden Fall einige spannende Geschichten. Und ja, das wird auf jeden Fall dieses Jahr auch hier auf dem Kanal zu sehen sein. Also, wenn euch das interessiert, dann haltet auf jeden Fall gerne die Augen offen. In den nächsten Monaten. So, jetzt sind wir aber natürlich nach wie vor bei Anno. Und bei Anno haben wir natürlich hier auch noch eine Menge zu tun. Wir brauchen jetzt eigentlich brauchen wir immer noch mehr Fenster. Aber ich glaube, ich habe immer noch zu wenig Quarz. Ja, wobei, jetzt geht's sogar. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich einfach noch mehr Fenster raushauen. Noch viel mehr Fenster produzieren. Damit das schneller geht. Mehr Baustoffe. Mehr Baustoffe. Möbeltischler können wir einsetzen bei den Fenstern. Der spart uns noch eine Menge Arbeitskräfte. Und dann kann ich auch hier in die Minen reingehen. Und da, wo noch nicht geschehen, sowohl Handelskammer als auch den erstklassigen Sapeur einsetzen. Und dann läuft das Ganze. Wunderbar. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Okay, neue Welt. Bald läuft hier auch der Nicht-Angriffspakt mit der Barrel aus. Da müssen wir auch mal schauen. Und jetzt brauche ich hier noch zwei Fährwasser im besten Fall. Beim letzten Mal hat aber irgendwie die Isabel mir nicht gegönnt. Nochmal zwei Frachtschiffe, das ist sehr gut. Je mehr Frachtschiffe, desto besser. Aber wir bräuchten jetzt eigentlich noch ein paar Fährwasser. Das wäre super. Damit ich da einfach noch die Produktion ein bisschen hochschrauben kann. Wir sind übrigens bald auch mit der Upgrade-Party auf Manola fertig. Dann haben wir endlich auch feste Werte, die wir erfüllen müssen. Das wird natürlich auch nochmal helfen, weil aktuell bin ich halt immer dabei, noch mehr nachproduzieren zu müssen. Jetzt bin ich einfach mal pleite, ja moin.
Da muss ich halt auch noch aufpassen. Aktuell leider noch nicht so viel auf dem Konto, als dass ich einfach ohne Bedenken rollen kann. Das ist mal ein bisschen belastend. Weil man nicht einfach durchklicken kann. Dann machen wir hier noch ein Silo rein. Und dann machen wir hier auch nochmal eine weitere Farm. Können wir hier sogar noch eins nach innen rücken. Und dann komme ich hier noch genau rein. Wunderbar, das ist doch sehr schön. Und dann kann ich hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Fußbälle bauen. Genau. Kann ich hier nochmal eine Reihe machen. So rum. Ja, Fußbälle könnte man auf jeden Fall auch ordentlich viel in ein Layout packen, glaube ich. Da wird es bestimmt auch ein Layout geben mit einer ordentlichen Anzahl. Und ich sehe hier auch schon, wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr Hornaleros. Machen wir. Machen wir hier nochmal eine ganze neue Siedlung auf. Über die Hacienda. Schnell gemacht, schnell passiert. Und vielleicht müssen wir da auch nochmal ein bisschen mehr versorgen. Ich denke mal, wir brauchen vielleicht sogar noch eine ganze Insel, wo ich einfach noch massiv von Aleros baue. Weil wir werden noch solche Mengen brauchen davon. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch noch mehr. Schaut es hier aus, Ethanol ist immer noch so eine Sache, aber ich kann auch noch mehr Ethanolfabriken bauen. Ich brauche allerdings schon wieder Lehm hier. Bitte hör auf, meine Insel zu kaufen, Karl, sonst muss ich leider deinen Spielstand kaputt machen, indem ich alle deine Inseln aufnehme und dann auf den Ruin deiner gesamten imperialen Macht feiern kann. Also Karl, du wurdest gewarnt. Ich habe dich ausdrücklich gewarnt. Halte dich fern von mir und geh mir nicht auf die Nerven. Du sollst mir nicht auf die Nerven gehen. Weg da. Muss Schiffe kaufen. Wunderbar. Öltanker brauchen wir aktuell nicht. Okay, zwei Nicht-Angriffspakte laufen aus. Das ist immer gefährlich. Weil die sich manchmal auch gegen einen verschwören wollen. Das ist nicht so cool. Das machen die ganz gerne mal. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Dass wir da gleich eine Verlängerung anstreben. Wie schaut's aus mit der Ethanol-Balance? Wahrscheinlich haben wir viel zu wenig. Ja, 2 Tonnen zu wenig aktuell. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Ecke mehr brauchen. Also ich werde schätzungsweise direkt daneben nochmal so einen ganzen Block Ethanol machen müssen. Das wird einfach, ja, das wird einfach eine Massegeschichte. Ich werde das in rohen Massen herstellen. Aber ist okay. Das ist in Ordnung. Okay. Dann machen wir hier noch ein Limit rein beim Lehm. Beziehungsweise bei den Ziegelsteinen. Das muss sich ein bisschen ansammeln. Und dann gucken wir nochmal, was für an Items kommen. Wobei ich aktuell hier mit dem Fetras kein Glück habe. Fetras müsste man aber auch fairerweise wahrscheinlich einfach forschen. Und hier müssen wir voll ins Maximum gehen. Und noch weiter expandieren. Hier brauchen wir noch mehr Ingenieure. Machen wir. Genau. Ja, Einfluss auch aktuell noch ein Thema. Bald nicht mehr, aber wir sind natürlich auch immer noch am Expandieren hier aktuell. Und nehmen noch die letzten Inseln hier ein. Das wird natürlich dann als großer Ausgabenpunkt auch bald wegfallen. Jetzt haben wir nämlich erstmal hier alles, was noch frei ist, irgendwie weg. Beryl will keinen Nicht-Angriffspakt, aber eine Allianz. Ich biete ihr mal ein Geschenk an. Okay, geht immer noch nicht. Eine Falle. Es gefällt.
aber schmeicheln geht. Will aber keinen Nicht-Angriffspakt mit mir. Währenddessen die Bente sofort dabei. Okay. Ja, Beryl muss mal aufpassen. Beryl ist halt immer so ein Unruheherd. Habe ich am liebsten eigentlich im Nicht-Angriffspakt. Gib mir doch jetzt mal endlich einen Feras hier. Gönne mir doch den Feras. Das wäre sehr schön. Das würde mich sehr freuen. Aber aktuell klappt es nicht. Was haben wir hier eigentlich? Anstelle von Kräutern, Erzen und Kokosöl. Okay, das kriegen wir leider nicht hin. Weil Hibiskus, Blüten, Indigo und Bienenwachs. Da müsste ich ja nochmal in Besa mit einschließen. Habe ich ja mal gar keine Lust drauf. In Besa soll mal in diesem Safe in Besa bleiben. Will das eigentlich auch schon über die neue Welt lösen. Okay. Wie viel Mais verbrauche ich hier gerade? Zu viel. Immer noch zu viel. Okay, ja, wir müssen eigentlich Öl anzapfen. Machen wir. Apropos Öl anzapfen und Sachen anzapfen. Wir können jetzt hier mal Dünger machen. Mit dem Dünger können wir auch schon mal einiges rausholen. Kann ich zum Beispiel gleich hier eigentlich auf dieser Insel auch schon anfangen. Dünger wird auf jeden Fall eine Riesengeschichte. Okay, hier kann ich noch eine Farm löschen. Wirken die eigentlich auch auf die Hibiskus-Dinger? Nee, ne? Nee, Hibiskus hat wieder eigene Items. Hibiskus-Farm, gucken wir mal. Hibiskus-Farm hat sogar... Oh, das ist ja gar nicht so gut. Aber ich wollte auch gar nicht Hibiskus, ich wollte Orchideen. Ich habe es durcheinander gebracht. Genau, das hier suche ich. Da brauchen wir wieder Miss Brown, okay. Aber als doch hier würde auch noch gehen. Das heißt, Feras, Wunderpflug, Miss Brown vielleicht? Schätze ich jetzt einfach mal. Wäre eine Option. Gucken wir einfach mal. Okay. Und hier baue ich einfach noch weiter. Mais aus. Eine Explosion erschüttert ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer? Na gut. Und wir können wieder Upgrade Party machen. Upgrade Party in Manola. Bäh. Okay, es ist wirklich nicht mehr viel. Wirklich nicht mehr viel, was fehlt hier. Hier hinten fehlt noch ein Marktplatz zum Upgraden. Habe ich auch keinen Platz mehr. Kann ich irgendwo einen Marktplatz löschen? Da oben kann ich einen Marktplatz löschen. Kann ich hier Gebäude schon mal hoch verschieben? So rum. Ah, fehlt immer noch eine Reihe. Ach, da ist doch ein Marktplatz. Okay, den hier weg. Marktplatz hin. Den dahin und dann hier noch das Hospital. Perfekt. Die kann man dann auch noch alle einrücken. Dann kann ich da hinten in die Ecke wahrscheinlich sogar noch irgendein öffentliches Gebäude stellen. Das mir noch fehlt. Könnte ich zum Beispiel noch eine Polizei machen. Brauche ich hier noch Feuerwehr? Brauche ich hier noch eine Feuerwehr? Ja. Abdeckung ist hier nicht so gut. Das heißt, ich packe hier noch die Feuerwehr rein. Und die packe ich vielleicht sogar noch ein bisschen mittiger rein. Bisschen mittiger. Damit die noch ein bisschen mehr Gebäude mit beeinflussen kann. Genau, weil dann ist hier oben auch ein bisschen bessere Abdeckung. Und dann passt das. Dann brauchen wir noch mehr. Wir brauchen hier noch einen Pendlerkai, by the way. Sehe ich gerade. Das heißt, das sollten wir hier auf jeden Fall auch in Angriff nehmen.
Also Aluminium. Rüber. Und hier Pendlerkai aufbauen. Und in den Inseln mit Pendlerkai sollten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir auch nochmal ein bisschen Bevölkerungsausgleich machen. Damit die ganze Geschichte hier auch läuft. Ja, diese Episode auf jeden Fall wieder viel Upgrade Party. Wir werden bald die definitive Anzahl haben an Häusern, die wir hier noch, nicht an Häusern, sondern an Artistas. Jetzt kann ich hier auch schon mal den Rest an Häusern noch austauschen. Mit Artista-Häusern. So, dass wir hier auf der Insel bald nur noch Artistas haben. Das ist das Ziel. Und dann, ja, dann geht's an die Versorgung. Und zwar an die Vollversorgung. Das ist auf jeden Fall das, was ansteht. Jetzt habe ich hier überall noch meine Leeros rumschwirren. Die muss ich natürlich noch alle upgraden. Genau, 300 fehlen hier. Okay. Müssen wir hier nochmal ein Viertel anbauen. Dann sollte das eigentlich klappen hier. Wunderbar. Okay. Soweit so gut. In der nächsten Episode werden wir herausfinden, wie viel diese Insel hier definitiv verbraucht. Und dann können wir endlich anfangen, hier diese ganzen Geschichten auch zu erfüllen. 76 Tonnen Mescal. 76 Tonnen. Ah, 76 Tonnen. Das wird wild. Wir haben hier aktuell 12. 12 zu 76. Ja gut, in diesem Sinne, was wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.